Hallo, heute gibt es wieder ein Video zum Deutschen Buchpreis, wieder mit zwei Büchern. Zum einen Romeo oder Julia von Gerhard Falkner, ein Shortlist-Titel, und Katie von Christine Wunicke, ein Longlist-Titel. Wir fangen an mit Romeo oder Julia von Gerhard Falkner. Es geht hier um den Ich-Erzähler Kurt Prinzhorn. Er ist Schriftsteller und er befindet sich gerade in Innsbruck wegen eines Schriftstellertreffens. Als er dort in Innsbruck in sein Hotelzimmer zurückkehrt, stellt er fest, dass während seiner Abwesenheit jemand in sein Hotelzimmer eingedrungen ist. Er bemerkt, dass nichts weggekommen, sondern hinzugekommen ist. In der Badewanne befinden sich viele lange schwarze Haare, die vorher nicht da waren. Später aber merkt Kurt, dass doch zwei Dinge weggekommen sind. Zum einen sein Schlüsselbund mit zahlreichen Schlüsseln zu verschiedenen Wohnungen und auch seine Tasche mit seinen Notizbüchern. Dinge von materiellem Wert sind alle noch vorhanden. Der Polizei und der Hoteldirektion erscheint das alles sehr merkwürdig und sie nehmen Kurt nicht wirklich ernst. Kurt findet das Ganze natürlich unheimlich. In Innsbruck klärt sich die Sache aber nicht auf und Kurt hat noch zwei Auslandstermine, die er bald wahrnehmen muss, also fliegt er auch sehr bald schon nach Moskau und auch dort ereignen sich unerklärliche Dinge. Kurt fühlt sich zunehmend unwohler, möchte aber auch nicht permanent an diese Geschehnisse denken. Nach Moskau fliegt er weiter nach Madrid und auch dort bleibt er nicht verschont. Im Gegenteil, es scheint so, als würde es ein zunehmend größeres Rätsel werden. Kurt fühlt sich, wie in Moskau auch schon, stark beobachtet. Wir bleiben letztlich nicht im Dunkeln. Am Ende klärt sich alles auf, wer das war, welche Absicht dahinter steckte und natürlich auch, wie das Ganze ausgeht. Das ist aber nicht alles. Nein, denn Falkner fabuliert hier sehr gern, sehr oft und auch ganz schön. Wie gesagt, wir befinden uns hier in Innsbruck, Moskau, Madrid und am Ende auch in Berlin. Das heißt, in der Zeit, wo Kurt gestalkt wird, hat er viele und auch willkommene Ablenkungen. Er befindet sich mit unterschiedlichen Menschen an unterschiedlichen Orten. Die Nächte werden lang. Er geht außerdem auch gerne spazieren und so weiter. Das Rätsel also ist spannend, aber gerade dadurch, dass diese merkwürdigen Geschehnisse nicht in seiner normalen Alltagsroutine passieren, konzentriert es sich auch nicht nur darauf. Und Kurt nutzt hier die Gelegenheit, während seiner Reisen uns nicht nur über die verschiedenen Orte und seine Beobachtungen und auch über das Zusammentreffen mit Menschen, die ebenfalls im Literaturbetrieb tätig sind und natürlich auch anderen Menschen, denen er begegnet, zu berichten. Er sinniert hier auch viel über ganz unterschiedliche Sachen. Er übt hier und da auch mal ein bisschen Kritik. Er macht sich Gedanken beispielsweise über die Gesellschaft oder auch über das Leben als Schriftsteller ein wenig. Außerdem ist er auch Flirts und Frauen nicht abgeneigt und so weiter. Und das hat Falkner, finde ich, auf eine sehr gewandte und auch sehr geschmeidige Art mit dem eigentlichen Fall verflochten, sodass mir das Fabulieren zum Großteil auch wirklich Spaß machte. Wir lesen hier sowohl ernsthaftere als auch witzige, amüsante Gedanken und auch Dialoge mit humorvoll schlagfertigen Antworten auch. Und generell fand ich das Buch wirklich sehr unterhaltsam und stellenweise auch wirklich lustig. Neben dem Stalking und diesen Ausschweifungen gibt es aber noch einen dritten Punkt, der dieses Buch ausmacht. Literatur, Musik, Filme und Malerei finden hier sehr oft Erwähnung. Es gibt sehr viele Bezüge auf verschiedene Werke und Künstler. Und es ist nicht nur eine wahllose Zusammenstellung und Aneinanderreihung von Bezügen, sondern sie unterstreichen und untermalen beispielsweise die Situation sehr gut. Ich schätze, dass es kein Zufall war, dass Falkner diese drei Aspekte in diesem Buch verknüpft hat. Ob, aber und wenn ja, was man daraus schließen kann, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. So oder so, ich habe dieses Buch ganz gerne gelesen. Es gefiel mir auch ganz gut. Nur das Ende hat mich ein wenig enttäuscht. Aus zwei Gründen eigentlich. Zum einen gibt es wieder einen Bezug, diesmal auf ein Gemälde. Und also anhand dieses Gemäldes wird kurz sich seiner Situation etwas klarer, etwas bewusster. Er sieht dort einige Parallelen und das war mir schon etwas, ein kleines bisschen überdosiert.
Aber ich fand's nicht so schlimm, darüber kann ich auch ohne Probleme hinwegsehen. Mehr erhofft hatte ich mir allerdings von der Lösung des Rätsels. Das war mir dann tatsächlich etwas zu unoriginell. Es gab ein, zwei Überraschungen, die ich so nicht vorhergesehen hatte, aber im Gesamtbild betrachtet war die Lösung des Rätsels für mich etwas zu... Man hätte einfach etwas Außergewöhnlicheres, Spannenderes, Besonderes daraus machen können, aber das blieb für mich leider hier aus. Ansonsten habe ich es aber ganz gerne gelesen. Das Ende konnte mich eben nicht ganz so zufriedenstellen. Es geht weiter mit Katie von Christine Wunicke. Das Ganze spielt in London um 1870 herum. Es ist eine Zeit, wo Seancen und Geisterbeschwörungen sehr angesagt sind. Und sei an dieser Stelle auch gleich angemerkt, es ist auch eine Zeit, wo sich Wissenschaftler dem Spiritismus nicht gänzlich verschlossen hatten. Sie standen dem noch recht offen gegenüber. Zu dieser Zeit also macht sich die jugendliche Florence Cook sehr bald einen Namen als Medium. In ihren Sitzungen lässt sie sich in einen Schrank fesseln, sehr fest. Es kann ja eigentlich nie fest genug sein. Dann fängt das Publikum an, religiöse Lieder zu singen und nach einiger Zeit erscheint ein Geist. Katie. Katie ist vor ca. 200 Jahren gestorben. Sie war eine Piratentochter und hatte es zu Lebzeiten faustdick hinter den Ohren, was man ihr nun als Geist auch noch ganz gut anmerkt. Als Florence Cook des Betrugs beschuldigt wird, wird dann der Wissenschaftler William Crookes zu Rate gezogen. Er soll ein Gutachten über das Medium Florence Cook anfertigen. Er soll also feststellen, ob Florence wirklich betrügt oder ob der Geist echt ist. William Crookes ist ein angesehener Wissenschaftler, Mitglied der Royal Society. Er hat das Thallium entdeckt und ist nun eigentlich gerade dabei, die strahlende Materie zu enträtseln. Aber Gutachten bringen Geld ein und so nimmt er den Auftrag an. Und so wird dann Florence Cook in das Haus des Wissenschaftlers gebracht, wo sie für die nächste Zeit mit dem Wissenschaftler und seiner Familie leben wird und wo sie im Labor immer wieder Katie beschwören muss. Crookes und sein Assistent gehen sehr wissenschaftlich an die Sache mit Messungen, Aufzeichnungen, Berichten und so weiter. Doch sind Wissenschaft und Spiritismus überhaupt noch zu unterscheiden, wenn man selbst mehrfach Zeuge einer Geistererscheinung wird? Und wenn die Tests keinen Betrug nachweisen können? Heißt, Crookes glaubt an Florence Fähigkeiten und auch an die Echtheit Katies. Und er ist nicht der Einzige. Und er verhilft ihnen auch noch zu Ruhm. Was sich daraus noch alles entwickelt, werde ich hier natürlich nicht verraten. Crookes, Florence und Katie gab es tatsächlich. Ich wusste vorher nichts über sie, aber so ähnlich hat sich das tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts zugetragen. Zwei Dinge gefielen mir hier sehr. Zum einen, Wunicke schreibt die Geschichte schön, aber auch mit viel Witz und Humor. Ich weiß, ich habe das auch über Falkner gesagt, aber hier ist es anders. Wunicke hat einen anderen Sinn für Humor im Vergleich und lässt ihren Witz sehr leichtfüßig und sehr charmant einfließen, finde ich. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Bestimmte Szenen oder auch Kleinigkeiten schildert sie mit sehr viel Esprit und auch ihre Figuren stellt sie gerne mal witzig dar, ohne sie aber je ins Lächerliche zu ziehen oder unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Ich finde, Wunicke hat hier ein sehr gutes Gespür und sehr viel Fingerspitzengefühl bewiesen und das gefiel mir wirklich sehr. Die Geschichte ist also wunderbar unterhaltsam, zeigt aber auch das Los und die Anstrengungen und Bemühungen eines Wissenschaftlers auf. Wie die Forschung getragen wird von der Neugier und der Leidenschaft und dem Wunsch, etwas Neues zu entdecken, ganz klar. Und dabei geht es natürlich auch um die vielen Rückschläge, die sie erdulden müssen, bis sie auf den richtigen Weg kommen, wenn überhaupt. Und das schwingt hier eben auch mit und das gefiel mir auch sehr gut. Ich finde, es ist ein wunderbarer historischer Roman, sehr dicht und angenehm amüsant geschrieben und auch äußerst interessant. Und mir hat es wirklich viel Freude gemacht. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen.
Und das waren die zwei Bücher für dieses Video. Ich bin natürlich wieder gespannt, ob ihr eines dieser Bücher gelesen habt und wie eure Meinungen dazu sind. Und natürlich verlinke ich euch auch wieder die anderen Buchpreisblogger unten in der Infobox und wünsche euch bis zum nächsten Video schöne Lesestunden. Macht's gut!